heute heißt es wieder, ich bewerte eure Teams, oder man kann es auch nennen, ich staune über eure Teams inzwischen, weil was ihr alles für Squads habt, ist unfassbar. Ihr seht es, über 100 Nachrichten sind schon wieder rangekommen hier auf der PlayStation. Ich habe wieder eine Insta-Story rausgehauen gehabt, wo ich geschrieben habe, ihr sollt euch bei mir melden, wenn ihr das nächste Mal nicht verpassen wollt, dann folgt mir bei Instagram, ProunsYT. Einfach bei Instagram ein Follow da lassen, da haue ich nämlich immer raus, wenn ich ja eine Teambewertung mache. Was ich auf jeden Fall hier machen will, ist zu dem ganz untersten gehen. Hey, das sind weit über 100 Nachrichten. Wow. Ich will eigentlich den allerersten, der sich gemeldet hat, dran nehmen. Und ich glaube, den hatten wir hier jetzt gerade ungefähr irgendwie erreicht. Es kommen nur Konsolen-Screenshots dran. Das ist wichtig. Gestern kam die Story. Nur Konsolen-Screenshots. Und er hat einen Konsolen-Screenshot gemacht. Dann gehen wir rein und gucken mal, was er so für ein Team hat. Red Bay, Bruder. Ich habe es vorhergesagt eben. Ich habe es vorhergesagt. Ich staune über eure Teams. Also was ihr alles für Squads habt, ne, das ist echt verrückt. Er hat den roten Bellingham. Das ist schon crazy. Der ist 4 Millionen wert. Gegen Kimmich kann man auch nichts sagen. Ist dann natürlich Geschmackssache. Ich meine, vielleicht hat er dann tradable. So, man kann da genauso Goretzka reinstellen oder sowas. Salah, Sané auf außen, cool. Son und Walker. Das ist halt eine etwas außergewöhnliche Offensive, muss man ganz ehrlich sagen. Walker vielleicht auch ein Spieler, den er einfach feiert. Also Keeper, Abwehr, Mittelfeld clean. Angriff, ich weiß ja nicht. Ich finde, momentan ist eh so ein bisschen Lengthy-Meter. Und so ein Haaland würde mit den ganzen anderen Man City-Spielern und so eigentlich wunderbar reinpassen. Also den würde ich deutlich lieber als Walker vorne spielen. Und Son ist nicht verkehrt, aber ja, den könnte man in so einer Son-Kane-Kombo spielen. Hat man Son so als bisschen quirligeren, Kane einfach als Lengthy-Monster. Das wäre geil. Das ist ein sehr cooles Team. Man sieht auch draußen, der hat stabile Spieler. Das sind wahrscheinlich die ganzen, die aus den Totspacks gezogen hat. Ne? Bundesliga-Totspack, bestimmt Diaby auf der Bank. La Liga Modric und. Ja, Premier League Casemiro. Schmeckt. Schönes Team. Oder ich würde mal sagen, wir nehmen die ersten drei dran. Die ersten drei und danach random. So, das ist noch vom 11.05. Das ist ein paar Wochen her. Wird sich sein Team verändert? Gucken wir mal einmal rein. So sah das Team damals aus. Rullet 90 ist wild. Mbappé. Hatten wir ihn damals dran genommen? Das Team kommt mir ein bisschen bekannt vor. Auch mit diesem Kluivert vorne drin und so. War er letztes Mal auch schon dran? Da hatten wir uns dann das schon angeguckt. Kann das sein? Ist er einfach jedes Mal ein schneller Typ? Hat er Benachrichtigung bei Insta aktiviert oder so? Ich weiß nicht, warum er immer so schnell ist, aber ich glaube, er war letztes Mal auch dran. Okay. Ich habe schon mal ein paar Positionen gesehen, die sich verändert haben. Das ist nämlich der Linksverteidiger und der linke Innenverteidiger. Alle anderen sind, glaube ich, gleich geblieben innerhalb von... Ja, okay, passt. Gut. R9 auf der Bank ist ja wahrscheinlich Leihspieler, sonst wird er in der Startelf stehen. Ich muss dann, glaube ich, dieselben Sachen sagen, die ich letztes Mal gesagt habe. Also gegen diese Abwehr, gegen den Keeper kann man überhaupt nichts sagen. Mittelfeld ist auch clean. Ja, ist ziemlich nice. Ja, Petris Untrade rullet wahrscheinlich auch. Die Offensive gefällt mir persönlich halt nicht so gut. Diese Kluivert-Karte, was kostet die? 80.000 oder so? Ich meine, Bro, du spielst, ich weiß nicht, wie du Ingame spielst. Eventuell spielst du mit Doppelsturm und dann ist Mbappé so der zweite Stürmer. Aber wenn du so Ingame spielst, dein einziger Stürmer ist ein 80.000-Stürmer, so, auf den die Hoffnung beruhen. Das halt, also ich weiß, du hast den wahrscheinlich gezogen, aber Bro. Da gibt es ganz andere Alternativen, auch für wenig Geld. Alleine Kane halt in der aktuellen Meta, ne, ist schon sehr OP, passt gut rein. Aber auch diesen Lukas auf dem rechten Flügel würde ich da absolut niemals hinstellen. Also er hat jetzt auch, glaube ich, nicht dazu geschrieben, doch 250.000. Okay, warte, dann überlege ich mal kurz, wen ich für 250.000 auf den beiden Positionen holen würde. Die müssen ja auch nicht mal Full Cam sein, sehe ich. Das sind ja die anderen Spieler auch nicht. Also ich habe mal ein bisschen Top-Ligen durchgeguckt, die auch so reinpassen würden. Französische, englische, spanische. Wen ich, glaube ich, am geilsten finde, der easy im Budget liegt halt unter 200.000 sogar, ist Trophy Titans Forlan. Vergleich mal die Stats mit Kluivert. Forlan, Monster, Maschine, richtig geiler Spieler. Macht einfach Bock. Ich sag, dieser Kluivert ist wahrscheinlich auch untrade hier, aber den kannst du dann ja einfach auf die Bank tun. Auf dem rechten Flügel bleiben denn nicht viele Coins übrig, aber ich sag sogar Saka, der Totti Moments, den sollte man noch zusammengekratzt kriegen danach. Wäre auch ein Upgrade zu Lukas, also ja, der ist sogar dann auf 3 von 3 Chemie und pusht sogar auch noch Trippier, dass das ganze Team plötzlich insgesamt auf 31 ist. Läuft. Also ja, das wären in meinen Augen sehr, sehr wilde Upgrades. Und dann gehen wir weiter zum nächsten, zur Nummer 3. 200.000 Budget, alles untrade. Ja, das ist auch immer so eine Sache bei euch, ne? Immer ganzes Team untrade. Was redest du denn? Er hat R9 gezogen und Eusebio.
Und Müller ist auch nicht verkehrt. Raise, ja. Und dass die anderen untrade sind, da ist ja eine spielbare Karte, Mittelfeld, eine SPC. Ey, was macht dieser Haaland auf der Bank? Aber nee, diese Bankspiele ignoriere ich, weil das wahrscheinlich diese Leihkarten sind. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Crazy Team. Also, mit 200k, ohne dass man was verkaufen kann, da irgendwie groß was zu upgraden. Boah, nicht einfach. Erst recht, weil der Bruder ja wahrscheinlich auf voller Chemie bleiben möchte. Also, er hat sich ja nicht aus Spaß hier 33 von 33 Chemie, gebaut. Und mit dem aktuellen Chemiesystem kann man ganz schwer nur einzelne Karten austauschen. Zum Beispiel, ich habe gerade überlegt, Komen als Innenverteidiger, der ist okay. Aber da gibst du 200k bessere Icons. Aber dann sind auf einmal Frimpong und Dilik beide nicht mehr auf voll, so wenn man ihn rausnimmt. So, das wäre halt schade. Deswegen, dadurch, dass alles untrade ist, kann man dann auch nicht irgendwie Yashin rausnehmen für ihn, Fandasa und dann auch noch einen anderen Innenverteidiger, dass das chemietechnisch sich wieder ausgleichen, dass das Team besser ist. Geht halt nicht, weil diese Coins für Yashin kriegt man nicht rein. Also ja, dadurch, dass alles untrade ist und mit dem neuen Chemiesystem man auch voller Chemie bleiben will. Ich sag ehrlich, da reichen 200k momentan nicht aus, aber es ist ein sehr cooles Team. Insgesamt stimmig und die Offensive ist allein dieser neue, ne? Also der Mann, ich will gar nicht wissen, wie er abgegangen ist, als er den gezogen hat. Wo drin er ihn auch immer gezogen hat, ne? Wahrscheinlich Icon Pack oder Icon Pick jetzt gerade, keine Ahnung. Aber GGs auf jeden Fall, gehen raus, ey. Ihr macht echt keine halben Sachen, ne? So, bei Kevin De Bruyne wäre eigentlich Yaya Touré, hab ihn aber in eine SPC geparkt. Wie, wait. Er hat Yaya Touré in eine SPC getan? Wait. Die Frage ist auch, welchen? Den Trophy Titans oder den World Cup oder den ganz normalen Touré? Das wäre jetzt nicht so dramatisch. Ganz normaler Touré kostet ja nicht mal mehr 100k gefühlt. Aber, Bro, wie kann man denn Spieler aus seinem Main-Team der SBC tun? Also außer er spielt nicht mehr so aktiv FIFA, aber eigentlich sieht das Team noch so aus. Und sonst wird er eigentlich auch nicht wollen, dass ich sein Team bewerte, wenn er eh nicht mehr so aktiv spielt, oder? Also die Spieler sind geil. Das ist halt irgendwie so ein Weekend-League-Abfucker-Gegner. Da muss man schon sagen, mit Abraham und Kane vorne drin, die nerven richtig. Abwehr, dieser Bonucci, ne? Ich finde den so krass, weil dieser SBC nicht mitgenommen hat. Der sollte das auf jeden Fall machen. Jairzinho hat er ja auch auf der rechten Seite. Safe, den hat er auch untrade. Ja, ist eine geile Mannschaft. Und wenn ich das Team so sehe, hätte ich genau das gesagt. Pirlo, De Bruyne, okay, vielleicht ein von den beiden gegen einen austauschen, der noch defensiver ist. Und das wäre ja der Tausch De Bruyne gegen Yaya Touré, den er eigentlich gehabt hätte. Das wäre eigentlich ein richtig cleanes Team gewesen. Ja, schade um Yaya Touré, der anscheinend rutschen gegangen ist. Er sagt, er glaubt, mit 100k kann man nicht viel machen. Und es ist schon wieder alles untrade. Und es sind schon wieder stabile Spieler. Ich glaube auch, mit 100k wird da wirklich nicht viel möglich sein. Wobei ich sagen muss, dass Gerard 91 jetzt nicht so die Megakarte ist. Und man da vielleicht sogar für 100k was machen könnte. Ich glaube, den wird man geupgradet kriegen für 100k, das sage ich schon ehrlich. Lass mich ganz kurz überlegen, alleine der 92er Inform von Kevin De Bruyne, der ziemlich nice ist, kostet genau 100k. Dann hast du da auch noch einen, das Einzige, was Gerard kann, ist geil schießen. Und das kann De Bruyne auch und De Bruyne kann alles andere noch machen besser, finde ich. Deswegen, dadurch, dass man den Manager nimmt, der Premier League trainiert und der noch Belgier ist, dann ist De Bruyne voll. Dann hat man, glaube ich, 32 Chemie am Ende statt 33, aber das ist nicht dramatisch, dass Trent dann ein weniger hat. Aber das wäre auf jeden Fall, das wäre ein Upgrade. Allein auch Cancelo out of position, weil der kann schlechter schießen als Gerrard. Ich glaube, Gerrard ist schon drin aufgrund seiner Schussskills. Also ich glaube, De Bruyne wäre schon clean. Und den kann man sogar dann langsam immer noch weiter upgraden zur besseren Version von ihm. Sag auch Dirk Kuyt, World Cup Hero. Es gibt noch richtig viele Heroes, die besser sind. Park Ji-sung in seiner Fantasy-Version, der kostet halt 250k oder so. Was hat man ja inzwischen in FIFA auch relativ schnell voran. Zusammen, also Gerard, das ist ehrlich ein bisschen ein Dorn im Auge. Ansonsten sind alles auf jeden Fall ziemlich spielbare Karten in dieser Mannschaft, die ich auch benutzen würde. Ja, stabil. Hansa, oben links. Grüße an alle aus Rostock, für die es noch nicht mitbekommen haben. Ich ziehe ja so halbwegs auch jetzt nach Rostock. Also ich will eine zweite Wohnung. Und die ist tatsächlich in Rostock. Underrated, die Stadt, sage ich ehrlich. Aha! Ein Mann hat gelernt. Vielleicht war er damals schon mal dran mit seinem Screenshot. Und dann habe ich gesagt, nur Konsolen-Screenshots. Und diesmal kommt der Wait.
Was hat der damals für ein Team? Boah, das ist halt schon echt lange her, ne? Aber wenn ich das Team gerade so sehe, das ist ja ein Schimmelteam. Wenn man darauf trifft, dann lacht man ja, dann macht man so und denkt sich Free Win. Was ist passiert bei ihm nach dem Team of Dio und nach dem Tots? Er hat ein absolut geiles Team, ey. Ja, der hat auf jeder Position einen, nein, das ist wirklich auf jeder Position ein High-End-Spieler. Also da gibt's, oh, er ist sogar Ojuga Bonito. Ja, manchmal, er kriegt eine 10 von 10 von mir, sag ich ehrlich. Also Coins, Qualität, Verhältnis, sehr, sehr gut. Wie viele von euch aus diesem Marquise-SPC gemacht haben? Ich dachte, fast keiner hat die gemacht, weil die so 750k kostet und schon ein bisschen overpriced ist, weil für das Geld kriegt man Tradable-Karten mit den gleichen Stats für viel weniger Coins, so mäßig. Ich habe die trotzdem gemacht und ich bin richtig überzeugt von der. Und ja, ich finde es cool, dass auch viele von euch die haben und die auch scheinbar feiern. Und ja, das ist ein geiles Team. Also, wirklich. Auch, dass er daraus gelernt hat und so mit dem falschen Screenshot damals und so. Freut mich, dass er noch jetzt reingekommen ist. Sehr, sehr cool. So, 100k Budget Robertson, rote Karte. Safe in der Weekend League. Rage gehabt, letzte Minute. Man lag mit ein paar Toren hinten, Gegnerspielzeit. Von hinten reingegrätscht, gib ihm. So ein Ding war das wahrscheinlich. Son, Saka, Klaus und Rot. Lol, er spielt diesen, wie heißt der? Mavididi. Genau, ich hatte die auch abgeschlossen für ein SBB. Also die Karte, man muss halt wirklich sagen, die Karte ist von den Stats her richtig geil, dieser Mavididi. Die Frage ist, ob er sich genauso spielt. Ich meine, er hat 97 Tempo, 92 Dribbling, 92 Schuss, 86 Passen, 86 Physical. So mit Chemistry Style hat er alles weit über 90. Also keine Ahnung, wenn er sich wirklich so spielen lässt, kann man gegen den Bruder gar nichts sagen. Ich würde aber insgesamt sagen, also ja, also Mbappé Gold ist halt, ja, okay, Thuram hat ja auch eine bessere Karte als dieser SPC da von damals. Die Future Star hat ja auch einen Tots, der deutlich besser ist inzwischen. Ich finde die Karte inzwischen sogar richtig schlimm. Ich habe die nochmal ausgepackt gehabt, die war richtig schlecht bei mir. Insgesamt würde ich sagen, das ist ein Weekend-League-Team, wenn man darauf trifft. Ja, man freut sich eigentlich schon. Aber gut, was soll er machen? Er kann sich ja keine Coins schnitzen. So von den Coins her, die da sind, ist es schon ein stabiles Team. Ja, weiter sparen. Mal auch mehr Packluck haben einfach. Einfach mal den EA-Support anschreiben, dass du nächstes Mal auch mal gerne einen geilen Tradable-Spieler ziehen willst. Solchen Teams ist halt krass, ne? Oh, er hat diesen Vollladen, von dem ich vorhin geredet habe. Und ich habe so vorhin überlegt, bei dem einen Bruder, wo ich meinte, Sturmrechter Flügel muss man umtauschen, habe ich auch überlegt, ob ich mal Alexis Sanchez im Sturm vorschlage, weil der lag leicht über dem Budget. Der Mann hat einfach im Sturm genau die Spieler, die ich mir vorhin preis-leistungstechnisch aus den Ligen als beste Spieler ausgeguckt habe. Die hat er zufällig sogar wirklich einfach so in seinem Team. Das ist jetzt richtig random. Also sein Sturm kann ich preis-leistungstechnisch nur eine 11 von 10 geben. Sissoko, Valverde, sehr schönes Mittelfeld. Über den Flügel, die Karten von den Stats, ja auch absolut geil. Warte mal. Sein Linksverteidiger, von wann ist der Screenshot? Hat der nicht schon sein Upgrade bekommen, Montiel? Oder hat EA das noch nicht gemacht? Der geht ja auf eine 93 hoch und ist dann auch eine absolut cleane Karte, weil die ja gewonnen haben am Ende des Tages. Also, ich weiß nicht, ob der Screenshot vielleicht älter ist oder ob der das Upgrade in FIFA noch nicht bekommen hat, sondern bisher nur bei Food bin. Weil ich habe die SBC leider nicht gemacht. Leider. Ich dachte, Rom gewinnt das Finale. Wie auch immer, schon OP-Karten. Also das ist ein cooles Tier, auch dieser Medina, rechter Innenverteidiger. Man muss halt auch sagen, also jetzt während des Tots richtig viele, sein linker Flügel, sein rechter Innenverteidiger, so Karten, die man vorher niemals benutzt hätte, aber die sind jetzt zum Tots rausgekommen und haben einfach gottlos gute Stats. So. Also das ist ja, einfach ein Team, was gerade richtig gut reinpasst, so wie momentan FIFA gespielt wird. Wobei, dann bräuchte er vorne noch einen richtigen Panzer. Ah ne, ich glaube auch mit dem Team kann man gut arbeiten. So, er hat noch 1 Million Coins, darauf habe ich eigentlich gewartet. Das ist jetzt mal tschüss. Hä? Bro, also ja, das ist ein Konsolen-Screenshot, aber auf welcher Konsole ist er unterwegs oder was für ein Bildschirm oder wieso ist das so schief gelaufen? Könnt ihr das erkennen? Okay, ich überlege einmal kurz, was ich für eine Mio machen würde. Okay, schnelle Sache, bevor ihr Leute abschalten und Augenkrebs bekommen, weil das alles so verpixelt ist. Ich würde den Keeper austauschen gegen entweder Yashin Prime oder, wenn du 1,1 Millionen zusammenkratzen kannst, Fandasar tut die Icon in meinen Augen der beste Keeper. Auf allen anderen Positionen sind Top-Spieler. Rechtsverteidiger zum Beispiel, dieser Klaus kostet 80k. Der nächstbeste aus der gleichen Liga, wenn du Chemie behalten willst, wäre halt Hakimi Toti, der bisschen bessere Stats hat, aber kostet dann wieder über 1 Million. Das sind so diese völlig unverhältnismäßigen Upgrades. So. Warte. Ich habe jetzt was von 4 Millionen gesehen. Also jetzt aber Transfermarktbahn. Nein. Er hat 4 Millionen, aber er kann nicht einkaufen. Das ist ja richtig Game. Also Bruder, was soll ich dazu sagen? Also wilde Spiele auf jeden Fall, mit denen du spielst. Dann auf jeden Fall schön weiter SBCs, Packs, alles grinden.
das mit der Transfermarktbahn tut weh. Und dann hat er auch noch auf Wijnaldum gesetzt beim Finale und so. Der Typ ist einfach in allen Belangen, in allen Hinsichten unlucky. Ich hätte gerne noch mal einen, der richtig dick Budget hat, wo ich ein bisschen mehr sagen kann. Wo ich ein bisschen mehr sagen kann als, ja, tausch nur den Keeper aus, weil eh alle Positionen gut sind. Aber die meisten, wie gesagt, haben eh Teams, die fresh und mit Sinn aufgestellt sind. Aber ich werde schon einen finden hier. Die wenigsten von euch haben so super viele Coins rumliegen. Also 500k war jetzt gerade hier in der Nähe das höchste, was ich gefunden habe. Und dann bin ich da einmal raufgegangen und habe das hier gesehen. Bro, Red Pick, Marquinhos und Neymar. Oder welchen Rang hast du geholt? Welchen? Egal welchen Rang du geholt hast, das ist ja gottlos. Das ist crazy. Und das ist halt auch wieder so ein Team mit 500. Ne, warte, wie viel hat er gesagt? 500k, das ist halt wirklich dann eigentlich der rechte Striker, den du da austauschen musst in dem Fall, ne? Mit 500k, weil der ist schon gut, der ist schon OP, aber für 500k, ich meine, die SBC hat 50k gekostet, du kriegst jetzt einen Striker, der ist 10-fach gekostet, wie zum Beispiel einen Tots David und Tots Ben Yedda, die beide 500k kosten, die sind halt echt nochmal eine andere Liga, muss man schon ernst zugeben. Weil mir auch gerade auffällt, ich weiß nicht, welche Liga der Manager hat. Wenn der Manager jetzt gerade Spanische Liga zum Beispiel hat, könnte man den umtauschen zur französischen Liga und dann den Stürmer zu einem Lewandowski-Tots umtauschen. Dann hat man diese Balance, dass man mit Mbappé und Neymar zwei Quirliche hat und mit Lewandowski nochmal so einen großen Breiten, weil man hat ja auch hier schon ein bisschen Barca, ein bisschen La Liga. Das sollte chemietechnisch dann eigentlich auch aufgehen, wenn ich das gerade nicht falsch eingeschätzt haben. By the way, was ich auch überlegt hatte, was wir ganz gut einbinden können, so um euch ein bisschen mehr an den Start zu bringen, für die Leute, die, oh, eine Million und alles untrade, für die Leute, die nicht rankommen, schreibt mal in, was, sich da Rulle tot, die Icon, was zur Hölle, Mann? Ihr seid anders. Um euch ein bisschen mehr einzubeziehen, schreibt mal gerne bei diesem Format, letztes Mal, wo ich eure Teams bewerte, schreibt in die Kommentare, welche Teams aus dem Video ihr am coolsten fandet. Schreibt gerne so, ja, bei 3 Minuten 33 war das coolste Team, kreativ, sowas sieht man nie. Oder bei 9 Minuten 40, dafür, dass es ein RTG-Team ist, krank. Oder bei 12 Minuten, ja, heftig, so viele Ligen auf Schmie gebracht, wild gebaut. Irgendwie sowas, Mann, dass ihr da auch mal ein bisschen eure Meinungen zu den ganzen Teams reinhaut. Dann kann ich mal angucken, so aus welcher Sicht ihr die Teams betrachtet, wie ihr die ganzen Teams hier findet und all solche Sachen, das wäre cool. Und ja, dann können wir ja kurz zu dem Team hier was sagen. Vorweg, sehr viele SBCs. Ich sehe jetzt schon 4, 5. Ich sehe 5 Spieler, die man nur per SBC kriegen kann. Und der Rest ist ja auch untrade. Aber allein das ist schon wild. Ich bin gerade richtig am Überlegen, was man machen kann. So. Hab gerade geschaut, auch, ob man aus der Premier League einen anderen Flügel nehmen kann. War gerade so bei Sam Maximon, dachte so, wow, der wäre so ein geiler Spieler. Sehe ich einfach, den hat er sogar auch auf der Bank. Heißt, warte mal. Was sehe ich da auf der Bank? Wen hat er denn? Oh mein Gott, Serie A, Weekend League erst schon durch und sein Red Pick auf jeden Fall auch ganz wild. Die Maria auch noch hinten. Was ist mit seinen Red Picks? Ich sehe jetzt erst, wie verrückt seine Bank auch ist. Junge, das kommt wirklich sehr gefährlich, weil das, was ich so am Anfang jetzt hier so, wenn ich das Team angeguckt habe, am schlechtesten fand, waren wahrscheinlich echt die beiden Flügel so. Wenn es mit denen nicht funktioniert, das ist ja solche Kaliber auf der Bank sogar. Boah, da kann man sogar doppelt und dreifach die gesamte Offensive tauschen, dass man die sogar zum Start benutzen kann, um ein bisschen zu gucken, so was mit denen geht. Ansonsten, ja, Ruben Dias ist stark, so das wäre der einzige aus der Verteidigung, so, den man aber noch gut irgendwie so zu einem Varane, Torts, Van Dijk, Toad, die liegen beide bei genau 1 Million, austauschen könnte. Genau, Linksverteidiger, das ist Cap de Villa. Es ist halt, der liegt auch, Cap de Villa, Foo Fantasy liegt auch genau bei 1 Million. Es wäre halt wieder so, mit der Million könnte man einen richtig krassen Spieler kaufen, um das Team zu upgraden. Aber man könnte die Million jetzt nicht so nutzen, dass man irgendwie die auf 3, 4 aufteilt und die das Team verbessern, weil hier sind teilweise Spieler drin, die kosten 11 Millionen, wie dieser Hullet und sowas. Das geht halt nicht. Aber ich muss sagen, dieser Ederson im Tor ist in meinen Augen mit Van der Sar, Yashin, gehört zu den Top 3 Keepern momentan für mich. Ja, bei Keepern hat sowieso jeder andere Erfahrungswert. Jetzt werden manche den Kontern ausrasten und sagen, er ist der Schlechteste im Game. Aber in meinen Augen ist Alisson Tots der Schlechteste. Er lässt bei mir alles rein. Hoffentlich hat der Bruder den nicht. Ne, er ist auch schlau. Er nimmt einen Yashin im Kasten. Deswegen, Alisson Tots für mich der Schlechteste. Und Ederson, ja, der ist einer der geilsten. Cooles Team. Auch wieder sehr viel untradable. Egal ob vom Katalog, wo man sich gelevelt hat, vom Season Pass da, Red Picks, SBC, auch er wieder. Mit den Untrades. Das sind alles solide Spieler. Das ist ein gutes Team, ist mal mit konkurrenzfähig. Ist auch kein Team, wo ich jetzt in der Weekend League gegen Angst hätte. Also ist ein Team, wo ich sage, ja, ist
eine 6,5 von 10. Ist so über den Durchschnitt. Aber man hat ja auch hier bei den Teambewertungen bisher gesehen, die meisten haben halt sogar noch krassere Teams so. Aber ist halt auf jeden Fall auch nicht schlecht so. Ja, dann sind wir einmal von unten hoch quasi. Leute, die Glück hatten, waren dran. Die, die Pech hatten, nicht. Wir machen aber nochmal 2 CR7, Aloe Veran und Bank, alle untrade. Okay. Wait, warte, was? Dieser Ginola da ist wahrscheinlich aber... Alle auf der Bank untrade? Nicht Lai, nix, sondern alle sind untrade hier? Digga, was für Packs öffnet ihr? Habt ihr irgendwie andere Packs in eurem Store oder so? Das ist ja crazy. Das ist ja, nee, das kriegt auch wieder 9,5 von 10. Klar, diese ganzen Spieler hier haben noch bessere Versionen. Ronaldinho hat einen Prime, einen Toti, Rullet hat einen Toti. Aber, boah, das ist ein geiles Team, ey. Das ist ein geiles Team, krass. Er hat echt noch einen Screenshot von der Bank dazugegeben. Er hat wirklich diesen Ginola untrade, wahrscheinlich in so einem Pick, ne? In so einem Hero-Pick. Boah, gezogen. Wow, wow. Ich habe bisher mit jedem Icon-Pack, glaube ich, mit jedem Icon-Pick, gab ja nur eins, aber das hatte ich öfter auf mehreren Accounts gemacht, mit jedem World Cup-Pick, so gefühlt mit allem Verlust gemacht. Okay, diesen Aloe Veran World Cup, den hatte ich auch mal, aber so einen richtigen Banger, der, ich weiß nicht, weil ich den letzten Spieler gezogen habe, der über 1 Million kostet oder so, passiert quasi nie, ja? Und bei euch passiert das, glaube ich, bei jedem Pack. Alles untrade aus der Kamavinga, Budget 500k, okay, gucken wir mal rein. Boah, dieser Kamavinga, jo. Den zockt man halt ehrlich eigentlich seit Monaten nicht mehr, so schon... Das ist der erste Dorn im Auge. Ich muss halt sagen, ich bin gar kein Fan von diesem Baby Maldini. Auch der hat Physical irgendwie 78 oder sowas, ne? Ich weiß nicht, dieser Baby Maldini hat mich gar nicht abgeholt in diesem FIFA-Teil. In der Bundesliga gibt es, finde ich, deutlich bessere Alternativen. Allein diesen Jürgen Kohler World Cup Hero finde ich richtig OP für 50k. Ansonsten gibt es auch noch Upamecano Food Fantasy. Der ist halt auch von den Stats her richtig, richtig heftig. Kostet auch nur 60k. Wäre auch ein easy Upgrade so. Also das geht auf der Innenverteidigerposition ganz schnell. Wobei man ja sogar dort auch ein... Lass mir mal ganz kurz bei La Liga gucken. Boah, Rüdiger wants to watch. Eder Militao World Cup Phänomens. Alaba Champions League Live Karte. Nee, die finde ich alle besser als dieser Maldini. Und die würde man ja alle unterkriegen, wenn man halt dann stattdessen im Mittelfeld... ja, noch einen aus der Bundesliga nimmt. Wobei braucht man sogar tatsächlich nicht mal. Crazy, also man hat da freie Wahl, ob man einen von denen, die ich aus der Bundesliga gerade aufgezählt habe, oder aus der La Liga nimmt. Und je nachdem, welchen davon, die sind für mich alle ein Upgrade. Dieser Maldini, ja, war vor 6 Monaten gut, aber jetzt muss nicht mehr. Hat man auch relativ viel Budget für den ZM. So. ZM Food Fantasy Lorente. 200k kostet der nur noch. Alle Stats, wirklich alle Stats über 85. Pace 94, Schuss 85, Pass 88, Dribbling 89, Def 85, Physical 87. Bro, das ist so ein Upgrade zu Kamavinga. Und der Trainer ist ja momentan, ah doch, der ist für Modric da, ja, okay. Aber den kriegt man trotzdem, je nachdem, wie gesagt, welchen Spieler man eben genommen hat, auf ein bisschen Chemie so. Ist halt echt nicht weit entfernt von Lorente Tots Moments, so von den Stats her. Hier und da ein, zwei weniger, aber dafür kostet der halt auch nicht mal die Hälfte so. Also das, die beiden Moves und dann ist das Team noch mal ein paar Stufen höher. Ori, ja, je nachdem, ne? Der wird dir halt gefallen vermutlich, sonst wäre der nicht da vorne drin. Ja, gut. Warte mal. Budget 7 Millionen? Hier ist noch mal was Dickes reingekommen, gerade ein dicker Fisch, der mir ins Auge sprung. Ich spiele 4, 3, 2, 1, 5 Punkte drin. Budget 7 Mio, weil ich Neymar gezogen habe, aber ich weiß noch nicht, was und wie ich upgrade. Oder also der rechte Innenverteidiger ist toll, oder? Das ist echt nur für Chemie oder er ist Hertha-Fan, aber glaube ich nicht, weil dann wäre Saarbrücken nicht da oben am Start. Hier frage ich mich, ob die Geschichte wahr ist. Weil man sieht diesen Neymar hier gerade nicht. Er hat keinen Screenshot von seinem Coinstand geschickt. Und sein rechter Innenverteidiger sieht mir ein bisschen zu trollmäßig aus, als dass ich jetzt 10 Minuten recherchieren möchte, was ich mit 4 Millionen hier anstellen möchte. Ohne irgendwelche Beweise. Hier auf dem Reaction-Kanal wird jetzt vermutlich sowieso mehr hochgeladen. Wir haben es jetzt in letzter Zeit so gehabt, dass 2 bis 3 Videos die Woche kamen. Das soll jetzt erhöht werden auf 4, 5, vielleicht sogar 6 Videos. Deswegen wird sowieso demnächst schon wieder eine Teambewertung geben. Deswegen folgt mir auf jeden Fall bei Instagram. Und der Bruder, der hier jetzt war, der kann auf jeden Fall als Beweis nochmal einen Screenshot schicken von seinem Coinstand beziehungsweise von dem Neymar, der Trade gezogen hat. Und dann werden wir uns da im nächsten Video auf jeden Fall bei ihm auch nochmal ransetzen. Easy. Schreibt in die Kommentare, welches Team ihr am coolsten fand. Lasst ein Like da und ein Abo bei dem Kanal. Wie gesagt, hier gibt es regelmäßig nice Content und jetzt sogar noch häufiger, mit festen Upload-Planen, also diesen Reaction-Kanal. Wir wollen Gas geben. Ich und mein Mutzen motiviert. Deswegen seid am Start. Haut rein. Macht's gut. Ciao.